Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der wunderschönen Map Castlenau. Und es geht direkt weiter im Anschluss. Da habe ich doch so mich verquatscht mit mir selbst, dass ich nicht gemerkt habe, dass die letzte Folge ein Tucken zu lang geworden ist. Ja, wie geht's jetzt weiter? Die Idee ist wie folgt. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich... Also ich habe es noch nicht hundertprozentig durchdacht, aber ich werde auf jeden Fall erstmal zusehen, dass wir unsere eigenen Felder bearbeiten. Und ich würde davon ausgehen, dass die Grasfelder auch in den nächsten Monaten noch mähbar sind und nicht nur im April. Weil im Moment brauchen wir unser Mäh-Equipment ja selbst. Und wenn wir aber dreschen und solche Sachen machen, dann können wir Stück für Stück unser Equipment auch für Aufträge benutzen. Und ich denke mal, ein, zwei Aufträge werde ich trotzdem jetzt im April machen, auch mit unserem Equipment, einfach weil ich das Geld brauche, weil ich auf keinen Fall ins Minus kommen möchte. Und mit der Ballenpresse, die wir jetzt unbedingt benötigen, ich wollte gleich nochmal nach einer Quaderballenpresse gucken, brauchen wir nochmal 10.000, 20.000 Euro, mal gucken. Oder wenigstens 10. Sagen wir mal 10. So, warum mache ich das jetzt? Ich werde das jetzt hier einfach aufgrund der Nähe des Silos zu diesem Haufen schaufel ich das da jetzt einfach erstmal alles rein. Dann fahre ich mit einem Anhänger drunter, lade das da alles ein und kippe das alles ins Silo. Und normalerweise könnten wir mal uns diese Folge auf die Suche machen nach unserem Förderband. Allerdings muss ich gestehen, dass aktuell nicht viel auf dem Hof passiert, wenn wir nicht da sind, weil wir nur einen Helfer haben. Das ist der schmale Grat, dass man ganz unten sein möchte, aber nicht aufsetzen. So ein bisschen noch. Das einmal weg, dann komme ich noch einmal von der anderen Seite, von unten, dann müsste das einfacher gehen. Und dann haben wir das hier, dann kippen wir den Rest da rein. Also das Förderband soll irgendwo, das stimmt auch irgendwie, das hier ist irgendwie so eine Kartoffelverkaufsgeschichte. Und irgendwie, war das hier? Oder war das hier hinten irgendwo? Nee, das war hier. Da müssen wir dann tatsächlich mal hin. Und schauen, ob wir da eins finden. Ein. Klasse, dann ist hier wieder Platz. Ich denke mal, wir werden dann irgendwie ein größeres, wir werden die dann abreißen. Frage ist, wohin mit dem ganzen Krempel dann, der hier drin ist, und dann müssen wir hier ein größeres Silo hinstellen, irgendwann, wenn wir mal Geld haben. Okay. So, ist ja nicht so laut. Ein bisschen rauszoomen. Jetzt holen wir uns doch wieder einen Anhänger. Den machen wir mal sauber. Gut, dass ich den hier eingepackt habe. Ich muss ja jetzt auch erstmal die Schafe versorgen. Also machen wir den ordentlich voll. Es ist so viel zu tun. Was?
Ist auch gut, dass das hier rauskommt. Ein Fünftel unserer Gesamtkapazität beansprucht hier. Das ist echt gut gemacht hier. Das gefällt mir. Oh, vielleicht ein Stück zurück. Oh ja. Drei Viertel von einem Anhänger aufgenommen. Ah, diese unendlichen Stacheldraht, unendlich stabilen Stacheldrahtzäune. Oh ja, da ist das. Diese Winterbienen. Wer kennt sie nicht? Wir müssen eigentlich Felder kaufen. Wir brauchen unbedingt einen zweiten Helfer. Das wird so viel dann auch einfacher machen. Aber wer meine Let's Plays kennt, ich quäle mich gerne durch so eine frühe Phase, dann ist das hinten raus einfach immer so unglaublich viel cooler, weil man das von Anfang an irgendwie durchgehalten hat und entsprechend sich das erarbeitet hat. So, El Grasso. El Grasso kommt erstmal hier rein. Unzufrieden mit der Situation. Also nochmal ein Stück vor. Und abladen bitte. Oh, der entlädt aber sehr schnell. Viel schneller als der kleine Ladewagen. Das Geräusch ist so gut. LS22 ist in Bezug vom Sound wirklich Welten. Also ich habe vor kurzem mal wieder LS, was war das, davon 19 gestartet. Klar sieht das alles ein bisschen besser aus, das erwartet man auch, aber vom Sound her, diese ganzen Anhängergeräusche und so, das hatte LS19 gar nicht. So, super. Andere Seite vom Anhänger auch nochmal kaputt gemacht. Ach nee, das ist die kaputte. Da ist ja nicht so schlimm. Dann ist das nicht so schlimm. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt parken wir ihn weg. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach dem Förderband. Weil solange hier der Kollege da noch mäht, ja, ist klar, ne? Wie? Deswegen braucht er auch so lange. Das hat nicht funktioniert mit dem. Wo genau habe ich da wieder einen Fehler gemacht? Ich hatte das doch eingestellt und rübergepackt. Merkwürdig. Einmal tanken. Okay, also Förderbandsuche. Kommt mal mit. Wir fahren mal dahin zu diesem Kartoffeldingsbums. Erstmal Richtung Norden. Das finde ich, glaube ich, auch, wenn man 9 drückt. Genau, da ist auch so ein kleiner Nordpfeil. Hier nicht. Das macht dann wahrscheinlich keinen Sinn, weil so klar ist, dass da Norden ist. So, ist das jetzt hier wirklich der offizielle Weg? Bin ich denn? Ja, das ist der offizielle Weg zu dem großen Kartoffelhof. Das ist alles so cool und mit so viel Liebe gemacht, astrein. Das Einfahren, um Gottes Willen. Na, die Kennzeichen wollte ich doch auch nochmal alle ändern.
Ach nee, der ist schon umgeändert auf 01 Castle Now. Aber die anderen glaube ich nicht. Also wir können auch total vergessen, dass wir hier irgendwie, also bei diesen Steigungen, da brauchen wir auch nicht mit irgendwelchen riesigen Anhängern, da kommt sowieso keiner hoch. Also müssen wir wirklich mit kleinen Anhängern, und mit mehreren. Das wird auf jeden Fall, aber hier gibt es auch nochmal eine Straße, eine richtige Straße her. Schaut mal. Hier geht es dann auch entsprechend weiter. So, das ist dieses Ding hier, glaube ich. Aber hier ist kein Förderband. Es ist gut möglich, dass ich das Förderband verkauft habe, als ich den Spielstand vorbereitet habe. Das will ich nicht ausschließen. Hier war auf jeden Fall was. Oder ich bin hier falsch. Ich meine, das stand unten an der Halle. Das habe ich dann verkauft. Hier meine ich. In dieser Kartoffelhalle waren hier so ein Auflader und dann mehrere dahin, weil das sind Kartoffeln, ne? Kartoffeln. Ja. Gut, kein Förderband. Ich meine, Kartenteil, das wäre ja eigentlich genauso gut. Hallo. Ah, ist hier drüben noch? Wo kommt dieses Licht her? Aus dem Klo. Okay. Es tut mir leid, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Hier war nichts. Wir nehmen die 10.000 und diesen Ball und wir sind weg. Tschüss. Die 10.000 waren nochmal wichtig. Nichtsdestotrotz weiß ich tatsächlich immer noch nicht, wohin jetzt mit dem Kran, also wohin mit diesen Kartenteilen. Wo ist das und was soll es mir sagen? So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Diese Straße führt dann hier tatsächlich, das wollten wir doch immer mal machen, über diese Brücke fahren. Das machen wir jetzt mal. Dann müssen wir erstmal eine Mischration herstellen. Gut. Wir fahren jetzt über die Brücke und dann schicke ich den zum Händler, den Schwader holen. Dann möchte ich nämlich ungern selber einfahren. Guckt euch das mal an. Da unten ist unser Hof. Na. Bin schon mal mit so einem Ballon gefahren. Das ist echt cool. Weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Das ist echt, vor allem das ist einfach nur komplett leise da oben. Nicht so wie im Flugzeug oder wie im Hubschrauber oder so. Können wir mal querfeld einfahren. Achso, da ist ein Zaun. Gut, dann müssen wir beherzt lösen. Easy.
wird blockiert. Gleich mal gucken. Hallo. Achso, steht der zu nah dran? Das könnte sein. So, wer wird denn blockiert? Noch nee, gar nicht. Das machen wir schnell selber fertig. Aber vorher schicken wir den zum Händler. Ist noch der Hilfspunkt Kieswerk. Den packen wir zum... Dann fahr du bitte mal zum Händler. Du bist auch der schnellste von uns. Dann machen wir das eben hier noch fertig. Das ist ja gar kein Problem. Oh, das wäre auch schön viel. Das sind so 60.000, 70.000 Liter hier. Aber das ist genau das Heu, was wir brauchen. Für unsere Kühe und für unsere Schafe. Und wenn wir erstmal ein bisschen was im Dachboden haben, dann können wir alles andere wunderbar direkt zur Silage machen. Und wir können natürlich auch... Ich meine das jetzt, die beiden anderen Felder mache ich nur mit dem Frontmähwerk, würde ich sagen. Bringen wir das Heckmähwerk mal zurück. Ist aber auch ein riesenlanges Ding. Said what she said. Guckt, das hat das einer von euch geguckt, The Office. Also nicht die englische Originalversion, sondern die US-amerikanische Version. So, wir sind zu weit weg, wollen gleich nochmal tanken. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Da gab es ja dann auch, oder gibt es ja dann auch das Lego-Set zu, wo ich nicht verstanden habe, wieso sie Andy Bernard nicht mit als Figur rausgebracht haben. Der war quasi oder ist quasi einer, die ja, der kam nicht von Anfang an, aber ich glaube, es waren ein paar Figuren dabei, die es nicht von Anfang an gab, und der ist so wichtig für die Serie gewesen. So, das ist absolut cool. Okay, jetzt habe ich hier den Tipp bekommen, gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Das wird uns dann nämlich helfen, nicht diese extreme Steigung zu fahren. Allerdings darfst du auch nicht losfahren, weil uns fehlt ein Helfer. Du bist noch unterwegs. Ja. Wollen wir schon mal den Kurs vorbereiten. Sechs Vorgewinde. Was kann ich denn in der Zeit machen? Ja, Mischration. Warte, erstmal einmal sauber hier. Zweite Helfer. Ich weiß, viele von euch haben sich gewünscht, dass ich einen zweiten Helfer nehme oder so eine Art Kompromiss. Ein Autodrive-Helfer. Autodrive, ein Autodrive und ein Cosplay-Helfer, aber ich, tut mir leid, möchte, dass das ordentlich schwer ist. Ich bin ja schon mit der Mission, glaube ich, einen Kompromiss eingegangen. Ein paar Folgen dauert es noch. Dann haben wir 10 Hektar, dann haben wir einen zweiten Helfer, und ich glaube, mit dem zweiten ist es schon fast gar nicht mehr. Also ich, spätestens ab dem dritten, auf der Karte würde ich behaupten, viel mehr Helfer, das kann man hier gar nicht einsetzen. Würde ich mal so schätzen. Und ich habe ja diesen zweireihigen Maishäcksler, den möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Also wenn wir nicht Missionen mit dem machen, dann machen wir auf jeden Fall irgendwo selber dann Mais.
Ich kann ja noch gar keine TMR machen, weil ich gar kein Heu hab. Hehe. Das ist nicht so gut. Kann den Rest schon mal reinmachen, aber Heu haben wir ja keins mehr. Das ist das, was ich meine. Plötzlich geht dann das Heu aus. Und nu? Ja, nee, wir brauchen auf jeden Fall Heu auf Lager. Ah, das war ja sowas von dumm. Ach, ist ja gar nichts passiert. Es war trotzdem dumm. Ich habe das auf 100 gesprungen. Ich dachte, ich hätte alles eingeladen, aber trotzdem 116 Liter ist ja auch viel zu viel. Also dumm war es, so oder so. Also, wir müssen einfüllen. Nein, nein. So, ich könnte ein Stück Mineralfutter. Ach, ist auch egal. Ja. Silage. Und ein bisschen Stroh. Oh, der Rest dann mit Heu. Dann ist das aber schon mal vorbereitet. Aha. Mir wurde nachgesagt, ich habe meine Kurven zu schnell eingefahren. Das habe ich bisher immer verneint. Ich würde sagen, das hat damit nichts zu tun. Wo ist denn jetzt unser Schwader? So, ich würde vorschlagen, ich fahre den alleine zurück. Dann kann ich den hier schon mal anstellen. Mit irgendwas muss es ja vorangehen. So, und jetzt probieren wir mal was aus. Kriege ich den vorne dran? Ja. Dann nehmen wir unsere Ballenpresse gleich noch mit. So, das wäre, ist auch eine Rundballenpresse. Die erste Quaderballenpresse kostet ungefähr so viel, wie unser Hofwert ist. Also ist es die Böttiger Impress. Die kann. Ach so, nee. Nee, nee, nee. Wir wollten ein bisschen mehr ausgeben wegen der größeren Ballen. Genau. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So. McCracken. McCracken 001 Ballenpresse. Okay. Kaufen. Wir haben endlich unsere Ballenpresse. Und sie passt so wunderschön zu diesem Drecker. Ist vielleicht ganz gut, dass wir das hier selber zurückfahren. Zwei neue Geräte gekauft. Sollen wir einen Screenshot machen hier? Würde das gehen? Schwader da vorne? Ballenpresse da hinten? Nee, Schwader da vorne macht ja keinen Sinn. Aber Wender und Schwader? Wahrscheinlich würde der beim Drehen und so alles kaputt machen, was er vorne... Man sagt ja so schön, mit dem Arsch einreißen, was man vorne rum aufgebaut hat. Das würde wahrscheinlich passieren. Na gut. Also, die letzte Folge war etwas länger. Die ist gut lang, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut. Ich fahre den Trecker schnell nach Hause. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder mit unserem Grasfeld. Macht's gut, bis gleich. Ciao!